Herr Sportstadtrat, Sie haben ja eine sehr interessante Idee gehabt und das Museumsmanagement ist gleich darauf eingestiegen. Meine Idee war die, den Sport noch mehr in den Mittelpunkt Werthofens zu stellen. Also wir sind nicht nur Kulturstadt, sondern auch eine Sportstadt. Das wollen wir besonders betonen. Und da war die Idee, eine Ausstellung über den Sport in Werthofen und in der Umgebung zu kreieren. Was sind das für Objekte? Sind das, nehme ich an, historische? Selbstverständlich sind es historische Objekte, aber bis herauf in die Neuzeit. Also man kann dann unterscheiden, wie man früher mit einem Ski gefahren ist und was für Ski gemacht, bis zum modernen Ski, bis zum letzten Rennski, den es Frau Domek oder Frau Fischer gibt. Das ist sozusagen eine sportliche Zeitreise. Richtig. Von eins bis jetzt, also vor allem einmal von den Gegenständen her und natürlich auch haben wir unendlich viel Bildmaterial, wo sich sehr viele Werthofener wiedererkennen werden und das ist das Spannende da. Wiedererkennen, das ist ein gutes Stichwort, diesen Ski, den Sie in der Hand haben, was hat der eigentlich für Geschichte? Ja, dieser Ski hat eine Geschichte, das ist ein Erzeugnis der Firma Wiesner, der ehemaligen Skifabrik in der Werrastraße und der ganz bekannt worden ist unter dem Markennamen Matterhorn. Das sieht man oben an der Spitze des Skis. Ist ein Baujahr 1957, ist 2,15 Meter lang, hat den Herrn Franz Döberl gehört. Und wenn man genau anschaut, auf der hinteren Seite ist er noch mit Bienenwachs bewachst. Also das Original-Bienenwachs oben und die Fuso-Stahlkanten, weil das interessant ist, dass die Stahlkanten in Werthofen bei der Firma Fuchs und Sohn erzeugt worden sind. Man kann es dann genau anschauen, wie das funktioniert. Es sind auch Originale von dieser Stahlkante, die sind auch noch da. Das ist eine ganz wunderbare Geschichte, die Sie da ins Leben gerufen haben. Sie sind ja selbst ein Radfahrer, möchte ich sagen, fast ein Profi. Aus Ihrem Metier gibt es auch etliche Ausstellungsstücke. Ja, selbstverständlich haben wir von Radfahren sehr viel. Wir haben ein Buch Mistral. Und wir werden auch noch ein sehr modernes Rad dazugeben. Und wenn ich meins dazugebe, das ich ein paar Wochen opfern werde. Und die Highlights sind, wir haben zwei gelbe Trikots von den Österreich-Rundfahrt-Siegern, die am Sonntagberg seinerzeit gefahren sind vor ein paar Jahren. Das eine ist der Jakob Vogelsang aus Dänemark und der letzte Österreicher-Sieger war der Ricardo Zwill. Von denen haben wir beide signierte gelbe Trikots. Ein ganz spezielles altes haben Sie uns mitgebracht. Das ist ein Trikot, das ist von der seinerzeitigen Firma Rabi, wurde der ASKÖ gesponsert und da steht noch Zentrasport drum. Also das heißt, wir haben einmal ein Riesensportgeschäft auch noch in Werthofen gehabt. Die Ausstellung beginnt am 3. Juni und dauert bis etwa Mitte November und ist dann täglich zu besichtigen im oberen Stock des Museums. Grund dazu ist auch noch gewesen, diese Ausstellung zu kreieren, damit man auch die Jugend und wieder mal andere Leute ins Museum bringt, ganz einfach, damit das Museum auch belebt ist. Und ich glaube, mit so einer Ausstellung werden wir es hundertprozentig beleben. Wie es aussieht, wird auch der Sportstadtrat wahrscheinlich selbst hier Führungen übernehmen. Ja, selbstverständlich werde ich mich zur Verfügung stellen und werde, nachdem dass ich sehr viele Objekte selbst aufgetrieben habe bzw. Bekommen habe und ich wahrscheinlich fast zu jedem Unikat, das da ist, eine Geschichte war es. Also da gibt es ja überall was zum Erzählen dazu. Es sind Schlittschuhe da, Schaufendampfer, es ist der erste Eisstock, ein Birnstock mit Blei gefüllt, der noch beim Jägerhorn umgeschossen worden ist und es sind von Schützenvereinen sind alte Gewehr da, es ist von Naturfreunde, von ASKÖ, von der Union, von Alpenverein. Übrigens auch der Weltmeister Kilian Fischhuber stellt uns seine Ausrüstung zur Verfügung mit einem Riesenposter. Der Jimmy Steiner, von dem kriegen wir die Bronzemedaillen, die er als einziger Österreicher seinerzeit in Sarajevo gewonnen hat. Und von Thomas Sickerer kriegen wir eine Kristallkugel. Und von Hubert Mandl, von Weltmeister in der Paralympics, den seine Medaillen und auch ein Ausstellungsstück. Also es ist wirklich alles da, das ist sensationell. Ne? Und, das schließe ich jetzt gleich an, es sind Sprungski da, auf der Grauhofer Schanze noch gesprungen worden ist. Also das ist auch ein Unikat, das kriegst du auch nicht jeden Tag. Und ein Motorrad habe ich jetzt gerade erfahren, kriegen wir noch ein 175er Buch, wo in der Allee mit diesem Motorrad ist in der Allee noch Skijöring gefahren worden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in der Allee Skijöring. Und etwas ganz Besonderes zeigen wir jetzt noch im Bild. Das, was ich jetzt zum Herzen habe, das ist mein erster
Spielerpass von der, den ich seinerzeit vom ÖFB bekommen habe. Da war ich 14 Jahre und mit 14 Jahren bist du dann von den Schülern und von der Jugend umgestellt worden auf Kampfmannschaft. Und da habe ich noch aus dem Jahr 1964 habe ich noch meinen Spielerpass gefunden, der mich berechtigt hat, ab diesem Datum auch in der Kampfmannschaft zu spielen. Weil dazu haben wir mit 15, 16 schon in der ersten Spiel.